Sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne die 52. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung mit einem öffentlichen Fachgespräch. Ich begrüße herzlich die Mitglieder des Beirates, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die anwesenden Gäste. Wir sprechen heute über nachhaltige Finanzen. Zentrale Aufgabe ist es, auch unser Wirtschaftssystem nachhaltiger zu gestalten. Das Finanzsystem kann durch die Finanzierung nachhaltiger Wirtschaftsprojekte und Geschäftsmodelle einen bedeutenden Beitrag hierzu leisten. Wir sind sehr gespannt, welchen Input wir dazu heute kriegen. Zu diesem Zweck haben wir uns drei Sachverständige eingeladen, die zu meiner Rechten Platz genommen haben und die ich jetzt zunächst in alphabetischer Reihenfolge vorstellen werde. Zu meiner Rechten sitzt Herr Professor Dr. Heinemann. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, abgekürzt ZEW. Er lehrt Volkswirtschaftslehre an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Seine Forschungsinteressen gelten der empirischen Finanzwissenschaft und politischen Ökonomie. Professor Heinemann, und das kann er gleich bestätigen oder mir auch widersprechen, kam in einer Studie vom 26. Mai letzten Jahres zu dem Ergebnis, dass Zukunftsinvestitionen ohne Schulden möglich sind. Wir sind gespannt. Daneben hat Platz genommen Herr Mühlbach. Er ist Gründer und Direktor von Fiscal Future, einer eingetragenen Wohltätigkeitsorganisation, die sich für Wirtschafts- und Finanzpolitik im Interesse junger Menschen einsetzt. Er hat Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und Cambridge studiert. Er ist der Auffassung, und auch hier kann er mir gleich widersprechen, wenn er möchte, dass nachhaltige Finanzen oft zu einseitig über den Schuldenstand oder die Schuldenquote definiert werden. Frau Stremlau ist Senior Fellow der Mercator Stiftung und Vorsitzende des Sustainable Finance Beirates der Bundesregierung sowie stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei einer Umweltbank. Frau Stremlau ist zudem Mitglied in zahlreichen Beiräten und Expertengremien zum Thema Sustainable Finance und nachhaltiges Wirtschaften. Sie studierte an der Universität Oldenburg Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Umweltpolitik und an der Akademie Deutscher Genossenschaften erlangte sie den akademischen Grad einer Diplom-Bankbetriebswirtin. Ja, sie vertritt die Auffassung, und auch sie darf mir gerne gleich widersprechen. Sie vertritt die Auffassung, dass die Finanzwende der Hebel hinter den Agrarenergie, Verkehrs- und Konsumwende ist. Auch hier sind wir sehr gespannt. Ich darf Sie alle ganz herzlich im Namen des Beirates begrüßen. Zunächst ein paar organisatorische Hinweise, die leider dann auch dazugehören. Die Stellungnahme von Professor Dr. Heinemann ist als Ausschussdrucksache 2026/87 an die Beiratsmitglieder verteilt worden und wurde auf der Homepage des Beirates veröffentlicht. Die PowerPoint-Präsentation von Frau Stremlau wird im Nachgang zur Sitzung als Ausschussdrucksache 2026/90 verteilt und auf der Homepage veröffentlicht. Die Sitzung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 übertragen. Im Nachgang ist die heutige Sitzung in der Mediathek des Bundestages und auf der Website des Beirates zu finden. Die Sachverständigen haben sich mit der Übertragung einverstanden erklärt. Von unserem Fachgespräch wird zudem ein Wortprotokoll erstellt, und zu diesem Zweck wird die Sitzung mitgeschnitten. Die Sachverständigen erhalten für das Eingangsstatement jeweils 7 Minuten. In der anschließenden Fragerunde werden die Fragen direkt von den angesprochenen Sachverständigen beantwortet. Bitte also die fragestellenden Mitglieder des Beirates möglichst auch zu adressieren, an wen die Frage gerichtet ist. Für Fragen und Antworten stehen insgesamt wie üblich 5 Minuten zur Verfügung. Unsere Sachverständigen sind über das Verfahren informiert worden. Eine Uhr läuft wie immer auf dem Bildschirm mit. Da ich dazu keine Wortmeldungen sehe, verfahren wir so. Und ich freue mich, dass wir nun Ihre Statements hören. Wir haben verabredet, dass wir alphabetisch vorgehen in der Reihenfolge, also wie Sie hier sitzen. Und deswegen darf ich zunächst Herrn Professor Dr. Heinemann um sein Statement bitten. Ja, herzlichen Dank, Herr Klebank, liebe Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Und es ist eine Ehre, hier ein paar Gedanken vorzutragen zum Thema fiskalische Nachhaltigkeit. Ich will kurz was über die Begrifflichkeit sagen, dann ein paar wenige Gedanken über das Phänomen der geborgten Nachhaltigkeit in Europa, dann einige Worte verlieren über das Verhältnis zwischen fiskalischer Nachhaltigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit und dann nur kurz zusammenfassen, wo Deutschland denn in etwa steht.
Fiskalische Nachhaltigkeit wird als die Fähigkeit eines Landes definiert, seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten nachzukommen, ohne außergewöhnliche externe Hilfe in Anspruch zu nehmen oder eine Schuldenrestrukturierung, sprich Schuldenschnitt, durchzuführen. Also es heißt einfach fiskalische Nachhaltigkeit in der ersten Annäherung. Ein Land ist in der Lage, aus seinen Steuereinnahmen seine Schulden zu verzinsen, zu bedienen, ohne dass irgendeine andere, sagen wir mal, untechnisch unsaubere Lösung kommt, wie zum Beispiel eben in eine Schuldenkrise hineinzugehen, Schulden wegzuinflationieren oder auf externe Hilfen angewiesen zu sein. Ein zweiter wichtiger Begriff, fiskalischer Spielraum, Fiscal Space, bezeichnet den Abstand zwischen sozusagen der maximal möglichen Verschuldung und der tatsächlichen Verschuldung. Und das ist eigentlich ein wichtiger Begriff auch für die Frage, wie steht es um die Handlungsfähigkeit eines Landes. Zur fiskalischen Nachhaltigkeit ist zu sagen, dass sagen der kritische Schuldenstand, der kann nicht exakt quantifiziert werden. Der hängt ab von vielen Dingen, Wirtschaftswachstum, Steuernahmen, Zinsentwicklung, auch Risikobereitschaft der Kapitalmärkte. Er ist also unsicher, aber man darf aus dieser Unsicherheit nicht den Schluss ziehen, dass der kritische Schuldenstand, dass es den nicht gibt. Er kommt halt früher oder später und wird erreicht. Nehmen Sie Italien, 140% Staatsverschuldung bei einer Verzinsung von 5%. Heute aktuelle Situation ist möglicherweise noch handelbar. Italien 250% Staatsverschuldung, 7% Zinsen wäre nicht mehr handelbar, weil man dann schon fast 20% des BIP für Zinsen ausgeben müsste. Irgendwo auf dem Weg dahin würde es nicht mehr funktionieren. Wir wissen nicht genau wo, aber das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Wichtige Bemerkung auch: Die Sicherung der fiskalischen Nachhaltigkeit darf nicht missverstanden werden als eine alleinige Aufgabe der Haushaltspolitik. Alles, was Politik tut, auch außerhalb des Haushalts, im Bereich Bildung, Wachstumspotenzial, also was im Guten tut, auch im Schlechten tut, Überregulierung, die das Wachstum abwirkt, all das ist relevant für Nachhaltigkeit. Und das ist immer zu sehen, ist ein breites Herausforderung. Einige wenige Worte zum Überlegungen zum Thema fiskalische Nachhaltigkeit in Europa. Wir haben, und das wird von vielen von uns auch bejaht, wir haben Solidarinstrumente errichtet in Europa seit 2010, ganz verschiedene Art, fiskalisch, zuletzt Next Generation EU, EZB ist sehr stark eingestiegen. Wir haben heute das Phänomen, dass wir Länder in der Europäischen Union und in der Eurozone haben, wo die fiskalische Nachhaltigkeit nicht mehr im Sinne der ersten Definition gegeben ist, weil sie schon auf externe Hilfen angewiesen sind, um sich überhaupt noch glatt finanzieren zu können. Wie gesagt, das ist diese Solidarentwicklung ist gewollt. Das heißt aber für die deutsche Schuldentragfähigkeit und Schuldennachhaltigkeit, dass zunehmend in den Blick zu nehmen ist, dass Deutschland nicht nur für seine Eigenschulden haftet, sondern eben auch seine Bonität in zunehmendem Maße den Partnerländern leiht über die verschiedenen Instrumente. Next Generation EU ist so eine wichtige Kreditleihe, gerade die Verschuldungskomponente, aber noch viel mehr die Grant-Komponente, die ist natürlich kollektiv getragen. Die taucht übrigens nicht in den nationalen Schuldenstatistiken auf. Hier gilt auch, dass auch Deutschland eine Verantwortung hat, was die Nachhaltigkeit, seine eigene Tragfähigkeit der Verschuldung hat für die europäische Stabilität immer mehr. Denn diese ganzen europäischen Solidarinstrumente funktionieren nur solange auch die Garanten, die maßgeblichen Garanten, und da steht Deutschland an erster Stelle, Schuldentragfähigkeit aufweisen. Die Uhr läuft ziemlich schnell, ja. Die Beiträge. Jetzt der dritte Bereich, also Verhältnis fiskalische Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Da sollte man nicht zu schnell das gleichsetzen. Also da möchte ich doch einen Akzent machen, den muss man sich dann auch differenzieren in der Diskussion. Aber es ist fundamental was anderes im Hinblick auf die fiskalische Nachhaltigkeit, also auf die maximale Verschuldungsfähigkeit, ob ich in meinem Land für nationale Infrastruktur Geld ausgebe. Nehmen Sie ein digitales Netz, was ich hier in Deutschland finanziere, was unmittelbar die deutschen Wachstums- und damit auch die deutschen Besteuerungsfähigkeiten erhöht, praktisch die Schuldenmöglichkeiten erhöht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Beitrag für ein globales
Kollektivgut, wie Klimaschutz, was ethisch geboten ist, was von der Menschheit geboten ist, aber was nicht unmittelbar das deutsche Wachstumspotenzial stärkt, sondern höchstens sehr indirekt mit großer Unsicherheit. Also aus dem Beitrag, aus dem maßgeblichen Beitrag Deutschlands für die deutsche Klimaemission werden sich nicht unbedingt der ökonomische Ausblick Deutschlands so verbessern, dass wir eine höhere Schuldentragfähigkeit haben. Zumindest in viel schwächerer Weise als das für unmittelbare Investitionen in die eigene Infrastruktur, in die eigene Bildungspolitik zum Beispiel gilt. Daher bei allen Debatten, die ja laufen und sich vielleicht intensivieren zum Thema Schuldenbremsereform, muss man hier doch sehr genau unterscheiden. Man kann es im Grunde auf den Punkt bringen. Kapitalgeber, Kreditgeber, Investoren, die fragen nicht, wart ihr gut mit euren Staatsausgaben, habt ihr die Schulden für ethisch hochwertige Zwecke ausgegeben, sondern die fragen, seid ihr fähig, diese Schulden zu verzinsen und zu tilgen. Das ist strikt auseinanderzuhalten. Ich komme in den letzten Sekunden zu einer kurzen Beurteilung. Wo steht Deutschland in der fiskalischen Nachhaltigkeit? Ich habe im Papier ja einige wenige methodische Andeutungen gemacht. Aber das Gesamtbild ist in etwa so, kein Zweifel an der kurzfristigen Schuldentragfähigkeit Deutschlands. Deutschland ist auch durch die letzten Jahre hervorragend durchgekommen. Wir haben eine Schuldenquote etwas über 60%, die schon wieder fällt. Das ist insgesamt sehr gut gelaufen. Die Inflation hat in den letzten zwei Jahren maßgeblich geholfen, weil das BIP nach oben inflationiert wurde. Mittelfristig werden jetzt die Kosten der Inflation stärker zum Tragen kommen durch höhere Zinsen und steigende Kosten in öffentlichen Haushalten. Langfristig erhebliche Herausforderungen für die deutsche Schuldentragfähigkeit. Das ist fast ein Allgemeinplatz, aber durch den demografischen Wandel. Und hier droht doch so eine Art Steuerdemografiefalle, dass die steigenden Ausgabenlasten der Demografie in höhere Abgaben geht, die höheren Abgaben wieder die Beschäftigung verringern, die Beschäftigungsanreize verringern und wir hier in eine Abwärtsspirale kommen. Also langfristig erhebliche Probleme. Und ich habe 30 Sekunden überzogen. Ja, vielen Dank für die relativ gute Einhaltung der Redezeit, aber vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Wir kommen ja gleich noch darauf zurück. Jetzt aber zunächst Herr Mühlbach. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, was nachhaltige Finanzen sind, das ist eine zentrale Frage. Und deshalb freue ich mich sehr darüber, dass der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung dieses Fachgespräch veranstaltet und möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Auch ich werde in meinem Beitrag auf Staatsfinanzen eingehen. Und es gibt grob zwei Aspekte, an denen man die Nachhaltigkeit von Staatsfinanzen definieren kann. Einmal, ob sie eine nachhaltige Entwicklung fördern und dann, ob sie zukünftigen Generationen noch finanzielle Spielräume lassen. Diese Punkte sind eng miteinander verbunden, denn die zukünftige Finanzkraft hängt in erster Linie von unserer zukünftigen Wirtschaftsleistung ab. Spielräume in zukünftigen Haushalten haben wir vor allem dann, wenn wir auf eine moderne und leistungsstarke Wirtschaft zurückgreifen können, aus der wir Steuereinnahmen generieren. Und je stärker uns die Bekämpfung des Klimawandels gelingt, desto niedriger sind auch die auftretenden Klimafolgekosten, desto weniger Schäden erleiden wir beispielsweise durch Dürren und Überflutung und desto höher sind die verbliebenen finanziellen Spielräume. Was müssen wir also tun, um für nachhaltige Finanzen zu sorgen? Wenn wir über nachhaltige Finanzen reden, dann müssen wir vor allem über Zukunftstechnologien sprechen, dann müssen wir über eine moderne und klimaneutrale Infrastruktur sprechen und dann müssen wir auch über Investitionen in eine gute Bildung sprechen. Denn nachhaltige Finanzen lassen sich nicht primär über die Höhe der Staatsverschuldung oder der Schuldenquote definieren. Ein bisschen besseres Maß ist die Zinssteuerquote, die misst die Zinskosten gemessen an den Staatseinnahmen. Und derartige Metriken können hilfreiche Indikatoren sein, ein Puzzlestück in der Beurteilung, wie es um die Nachhaltigkeit der Finanzen steht. Aber sie sollten in ihrer Relevanz nicht überschätzt werden, nicht nur wegen der Unsicherheit ihrer Schätzungen, die Professor Heinemann angesprochen hat. Wenn es um die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Finanzen geht, dann ist die entscheidende Frage, ob uns Finanzpolitik dabei hilft oder behindert, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Und unsere gesetzlichen Klimaziele, die können wir mit den im Bundeshaushalt und im Finanzplan vorgesehenen Mitteln nicht erreichen. So ermittelt zum Beispiel eine Studie von Steffen Murau und Jan-Erik Thie aus dem Vorjahr, dass zum Erreichen der Klimaziele bis 2030 eine staatliche Finanzierungslücke in Höhe von mindestens 160 Milliarden Euro besteht. Und da sind zukünftige und potenzielle Finanzierungskonzepte schon berücksichtigt, also Rücklagen aus dem KTF zum Beispiel oder die Einnahmen nationaler und europäischer CO2-Bepreisung.
Und alleine für die Energieversorgung ermittelt zum Beispiel eine KfW-Studie aus dem Vorjahr, dass wir erforderliche zusätzliche staatliche Mittel in Höhe von 297 Milliarden Euro brauchen. Dieses Mal höhere Summe, längerer Zeitraum bis 2045. Wenn wir die Transformation bewältigen wollen, dann muss der Staat dafür Geld zur Verfügung stellen. Für öffentliche Investitionen, für die Förderung privater Investitionen, aber auch für die Finanzierung der sozialen Abfederung der Transformation. Und trotz dieser enormen Herausforderungen, trotz zweier militärischer Konflikte, die wir momentan auf dieser Welt in unserem Umfeld haben, trotz anhaltender Wirkung der Energiekrise soll im kommenden Jahr die Schuldenbremse eingehalten werden, weshalb der Bundeshaushalt und auch die Finanzplanung die gesellschaftlichen Herausforderungen eben nicht angemessen adressieren kann. Hier kommen wir dann auch zu einer zentralen Frage. Ist die Schuldenbremse ein guter Wegweiser zu nachhaltigen Finanzen? Die Schuldenbremse ist in ihrer aktuellen Form eher ein Risikofaktor für die Nachhaltigkeit unserer Finanzen, weil sie die Modernisierung unseres Landes erschwert und weil sie den Aufbruch in eine klimagerechte Wirtschaft und Gesellschaft behindert. Sie droht in erster Linie zu einer Investitionsbremse zu werden und damit auch zu einer Zukunftsbremse und zu einer Wohlstandsbremse. Aber woran entscheidet sich jetzt, ob wir in Zukunft eine leistungsstarke Wirtschaft und damit auch eine gute Grundlage für nachhaltige Finanzen haben? Da geht es zum Beispiel um Infrastruktur. Es geht viel um Bürokratieabbau. Wir müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wir müssen mehr in gute Bildung investieren. All das sind Punkte, die oft genannt werden und wo auch schön ist, dass Bewegung reinkommt. Was oft übersehen wird. Politische und gesellschaftliche Stabilität ist einer der wichtigsten Standortfaktoren überhaupt. Und deshalb ist die Bedrohung unserer Demokratie durch das Erstarken einer in weiten Teilen antidemokratischen und rechtsextremen Partei auch eine Bedrohung für den Wohlstand in unserem Land. Wenn das demokratische Fundament und die Offenheit und Toleranz unserer Gesellschaft ins Wanken geraten, dann rettet uns auch eine jahrelang eingehaltene Schuldenbremse nicht vor den verheerenden Folgen. Wir können die fundamentalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht ignorieren. Wenn wir nachhaltige Finanzen wollen, dann brauchen wir eine Politik, die die Herausforderungen der Zukunft adressiert, die die Folgen der Krisen abfedert, die die Menschen spürbar entlastet, die ihnen die Sorge vor Armut, vor ökonomischem Abstieg glaubhaft nehmen kann. Und dann brauchen wir auch eine Politik, die dafür sorgt, dass der Wohlstand, den wir in diesem Land erwirtschaften, gerecht verteilt wird. Weil eine Finanzpolitik ist nur dann zukunftsfähig, wenn sie auch der Spaltung der Gesellschaft durch zu hohe Ungleichheit etwas entgegensetzt. Zu hohe Ungleichheit, das zeigen neue ökonomische Studien, hemmt nicht nur das Wirtschaftswachstum, zu hohe Ungleichheit begünstigt zudem politischen Populismus und damit auch politische Instabilität. In Deutschland besitzen die zwei reichsten Familien mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die zwei reichsten Familien besitzen mehr als 41,5 Millionen Menschen in diesem Land. Diese Ungleichheit von Vermögen und damit in Zukunft auch Erbschaften, die ist enorm. Und während wir in Deutschland Arbeit vergleichsweise hoch besteuern, sind die Steuern auf Vermögen im internationalen Vergleich sehr niedrig. Ich hoffe, dass das ist richtig. Im OECD-Vergleich sind wir im unteren Drittel des Anteils der vermögensbezogenen Steuern am Steueraufkommen. Aber dafür ist ja auch noch Zeit bei den Fragen. Ich hoffe, dass mein Punkt klar geworden ist. Nachhaltige Finanzen, nachhaltige Staatsfinanzen, die können nicht nur an dem Schuldenstand oder der Schuldenquote gemessen werden. Viel wichtiger ist die Frage, ob unsere Finanzpolitik uns dabei hilft, die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu bewältigen. Und wenn wir finanzielle Spielräume für künftige Generationen erhalten wollen, dann müssen wir heute in eine moderne, in eine klimagerechte und in eine leistungsfähige Wirtschaft und Gesellschaft investieren. Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke schön, Herr Mühlbach. Wir kommen zu unserer dritten Sachverständigen, Frau Stremlau. Und da wird gerade noch die Technik hergerichtet, wenn ich es richtig sehe. Warten wir ruhig den Moment noch. Okay, bitteschön, Sie haben das Wort. Wunderbar, vielen Dank, Herr Klebank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Einen guten Abend in die Runde, auch an Sie. Vielen Dank für die Einladung, heute hier zu sein.
Und ich merke gerade als Dritte im Bunde, das Thema nachhaltige Finanzen, was ist das? Die Frage haben Sie uns gestellt, ist eine große Bandbreite da? Und ich bringe noch mal einen anderen Fokus rein. Und der wird Sie nicht verwundern, da ich als Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung heute hier bin. Für Sie zwei Sätze zum Hintergrund, damit Sie es einordnen können. Der Sustainable Finance Beirat ist zum zweiten Mal einberufen worden. Uns gibt es jetzt in dieser zweiten Auffassung seit letztem Juni, ein Multi-Stakeholder-Organ mit dem klaren Auftrag im Koalitionsvertrag, Deutschland zu einem führenden Standort für nachhaltige Finanzierung zu machen und ganz klar in den Fokus gesetzt, Nachhaltigkeit zu einem zentralen Element von Finanzentscheidungen zu machen. Wir sind ein Multi-Stakeholder-Organ, das heißt, wir machen das alle ehrenamtlich. Wir kommen aus der Wirtschaft, Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft. Und wir versuchen, der Bundesregierung Sparringspartner zu sein und sie dabei zu beraten, wie man dieses Thema angehen kann. Und Sie wissen das besser als ich. Es ist gerade hochdynamisch. Es kommt viel aus Brüssel. Wir haben sehr, sehr viel Regulierung. Und wir probieren sozusagen, unseren Praxisblick da reinzugeben. Was kommt wie an? Welche Steuerungswirkung hat es? Und wie kann man das ganze Thema besser voranentwickeln? Wir arbeiten in 6 Arbeitsgruppen, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Natürlich geht es, und das ist eigentlich vor allem die wichtigste Frage, die auch gerade schon angeklungen ist, wie finanzieren wir diese Transformation? Es ist ein Riesenkapitalbedarf. Was brauchen die unterschiedlichen Akteure, Start-ups, große Unternehmen? Was brauchen die an Geld? Sie finden diverse Papiere auf unserer Website, die kann ich Ihnen nur empfehlen, zu diesen verschiedenen Themen. Ganz exemplarisch, wenn man das sich anschaut, was wir im ersten Jahr entwickelt haben. Ich will gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Sehen Sie aber, dass wir uns viel mit der EU-Regulierung auseinandergesetzt haben, mit der Taxonomie, mit der Offenlegungsverordnung, mit den ESG-Ratingagenturen. Und wir haben nächste Woche Sitzung und werden dann Papiere veröffentlichen zum Thema, was brauchen die Kommunen, wenn sie in nachhaltige Infrastruktur investieren wollen? Was brauchen Start-ups gerade im Bereich Deep Tech? Was brauchen große Unternehmen, die 10% der CO2-Emissionen in Deutschland ausmachen? Und wie kann dort Kapitalmarkt, private Investoren und öffentliche Hand, wie können die dort miteinander zusammen diesen Finanzierungsbedarf stemmen? Also viel Arbeit bisher geleistet. Wenn wir einmal den Ausblick wagen auf das nächste Jahr, was wird uns begleiten? Einmal das Thema natürlich weiter, wie finanzieren wir diese Transformation mit den verschiedensten Instrumenten. Wir werden aber auch auf das Thema Regulierung weiterschauen und uns ganz stark für eine Fokussierung und eine Kohärenz einsetzen mit den verschiedenen Themen und natürlich auch das Thema international, weil auch dort ist ein enormer Finanzierungsbedarf im internationalen Kontext. Wenn man sich jetzt einmal die Frage stellt, und die sind Sie hier als Beirat für nachhaltige Entwicklung, warum ist Sustainable Finance so wichtig für die Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele? Dann sind es eigentlich 4 Punkte. Zum einen braucht es für den Bedarf, der gerade genannt worden ist, öffentliches und privates Kapital. Wir können das als Staat nicht alleine finanzieren. Das sind, dann werden wir mit der Schuldenbremse nie hinhauen. Sie brauchen das private Kapital. Und die Banken entscheiden jeden Tag über die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, weil sie entscheiden, wo gehen die Kredite hin? Gehen die in zukunftsfähige Branchen oder in nicht nachhaltige Branchen? Und damit kommt dieser Finanzindustrie eine ganz wichtige Enabler- und Hebelfunktion zu. Und die Finanzwirtschaft, das macht sie tagtäglich, preist Risiken ein und Chancen ein und bewertet Geschäftsmodelle. Und die Finanzwirtschaft braucht an der Stelle Daten über Unternehmen, Transparenz über Unternehmen, um zu beurteilen, sind diese Unternehmen eigentlich in 10 Jahren noch am Markt? Sind die Geschäftsmodelle zukunftsfähig? Zahlen die auf die SDGs ein? Haben die einen Beitrag zu dieser Transformation oder eher nicht? Und an der Stelle bewegt sich Sustainable Finance zum Thema Transparenz. Wenn Sie jetzt gefragt werden, warum, was braucht es eigentlich, um Deutschland zu einem führenden Standort zu machen für nachhaltige Entwicklung, dann würde ich 3 Dinge in den Vordergrund nehmen. Zum einen brauchen wir ein Mindset, eine klare Haltung und Werte, sowohl hier in der Politik, weil Sie müssen erkennen, welche Rolle Sustainable Finance für Sie spielt. Wir brauchen es in der Aufsicht, weil die Aufsicht kontrolliert immer mehr, ob die Unternehmen, die Banken und die Finanzindustrie physische und transitorische Risiken berücksichtigt. Wir brauchen es in den Finanzinstituten, dort, wo das Geld angelegt wird, aber auch in der Realwirtschaft, wo entschieden wird, wo investiert wird. Wir brauchen natürlich andere Kompetenzen und Fähigkeiten. Und das sind andere Kompetenzen. Und da ist gerade, das kann ich Ihnen erzählen, in der Finanzwirtschaft wird gerade viel geschwitzt und viel darüber nachgedacht. Wie bauen wir das Thema Klimarisiken in Risikomodelle ein? Wie bauen wir es in Kreditbeurteilungsmodelle ein? Ein Banker muss heutzutage entscheiden, ob das Zukunftsmodell dieses Unternehmens, dem er den Firmenkredit gibt, ob das in 10 Jahren noch aktuell ist
oder ob es ein Stranded Asset ist, also ein Asset, was nichts mehr wert ist. Und da wird gerade viel gearbeitet in der Finanzindustrie. Und da kommt die Politik ins Spiel, brauchen wir ein Level Playing Field. Das heißt, einheitliche Standards europaweit und eine kohärente, adäquate Regulierung. Eine Regulierung, die passt, die Anreize setzt, die ein Level Playing Field, aber nicht die überfordert und das Ganze klein-klein regelt. Und wir brauchen sicherlich auch Unterstützungsmechanismen, gerade für KMUs zum Beispiel, die teilweise gerade überfordert sind. Wie kann man die unterstützen? Wie kann man die IHKs dazu befähigen, hier in Wissen für Nachhaltigkeitsberichterstattung, Sustainable Finance etc. hier was aufzubauen? Wenn Sie mich fragen, was sind eigentlich die drängendsten Herausforderungen der Finanzwirtschaft und was kann die Politik tun, um diese zu lösen, habe ich Ihnen mal exemplarisch, und ich betone exemplarisch, mal ein paar mitgebracht. Links die Herausforderungen der Finanzindustrie, rechts die Möglichkeiten der Politik. Was wir ganz klar brauchen und was Sie überall hören, sind Daten, Daten, Daten. Valide, verlässliche, zukunftsorientierte, vergleichbare Daten. Und da passiert gerade EU-weit sehr viel. Wir müssen, glaube ich, ganz stark die CSRD und die EFRAG stärken für eine starke europäische Stimme. Das ist bahnbrechend, was hier gerade entwickelt wird. Und das nicht es gibt ja in manchen politischen Bestrebungen sozusagen Bestrebungen, das Ganze zu verwässern und runterzuschrauben. Ich glaube, das ist nicht der Weg. Es geht um Befähigung der Akteure, die im Moment noch überfordert sind. Wir brauchen eine kohärente, adäquate Regulierung und auch damit eine starke Stimme in Brüssel, ja, die aus Deutschland kommen soll, zum Beispiel jetzt auch für die Überarbeitung der Offenlegungsverordnung, hier sich einzubringen. Und wir bieten einfach Feedback an aus der Praxis. Die Finanzwirtschaft ist beim dritten Punkt Schulung des eigenen Personals. Und da braucht man die Politik nicht. Das ist sozusagen Aufbau der Finanzindustrie. KMUs müssen befähigt werden. Und wir brauchen Investitionsbedingungen für privates Kapital. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Sie haben die Dinge, wir können sie sicherlich nachher noch mal vertiefen. Und wir haben Papiere in Erarbeitung vom Sustainable Finance Beirat, die hier noch mal einen Fokus reinsetzen. Es ist sehr detailliert. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Wenn ich es einmal zusammenfasse, ist es ein hoher Anspruch, eine große Dynamik. Es braucht noch Zeit, die Regulierung, auch noch Feinschliff. Wir müssen sie in Teilen entrumpeln. Was, glaube ich, wichtig ist für dieses Gremium, Sie müssen klar sein in Ihrer Ambition. Ja? Warum machen wir das Ganze? Wir machen das nicht, um Excel-Tabellen auszufüllen, sondern wir machen das, um eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen zu gestalten, damit wir eine lebenswerte Grundlage haben. Und dafür ist es ganz zentral, die Finanzen zu nutzen. Vielen Dank. Ja, ein herzliches Dankeschön an Sie alle drei. Ja, es ist tatsächlich interessant, welches Spektrum man sich da so vorstellen kann. Aber das ist auch genug Futter, glaube ich, für unsere Debatte jetzt. Und ich schaue mal in die Runde, ob es erste Wortmeldungen gibt. Ich sehe Herrn Wagner als erstes, Herrn Brinkhaus und Herrn Gerschau. Fangen wir da mal an. Herr Wagner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und danke an die drei Referentinnen. Und nur zur Klarstellung, wir sind hier sozusagen in einem Gremium, was viele Themen bearbeitet. Und es gibt nicht eine, ich spreche jetzt nicht für die Fraktion der Grünen, sondern es ist meine Meinung, die ich hier vertrete und auch meine Fragen, die ich hier fragen möchte. Ich fand es sehr erfrischend, was Sie gesagt haben, Herr Mühlbach. Ja, finde es ein bisschen schade, dass nur Sie diese Bedeutung von Finanzen für Demokratie und auch für gesellschaftlichen Zusammenhang halt betont haben. Und mir scheint es so, wenn ich auf Japan gucke, auf die USA gucke und dort die Schuldenquoten mir angucke, dass Deutschland doch noch erheblich Potenzial hätte, sozusagen Geld in die Hand zu nehmen, um gesellschaftlichen Zusammenhang halt zu fördern, um Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Und also bin ich sehr stark bei dem, was Sie gesagt haben, Herr Mühlbach. Vielen Dank dafür. Meine Frage ist noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, wenn wir darüber sprechen, Kredite zurückzahlen und Wirtschaftswachstum, Wirtschaftsleistung, Wirtschaftswachstum. Wenn wir jetzt gucken, ja, wir müssen in den nächsten Jahren in vielen Bereichen stark wachsen, Erneuerbare, Pflegekräfte, LehrerInnen und so weiter. Es gibt noch Teile, da müssen wir schrumpfen, bei den Fossilen zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft projizieren, in 50, 60, 70, 80 Jahren, wenn die Gesellschaft sozusagen an den Konsumgütern hoffentlich einigermaßen einen Zustand hat, wo alle Bedürfnisse erfüllt sind und nur noch repariert werden muss, zum Beispiel Stichwort Kreislaufwirtschaft,
Kann es dann noch ein System geben, was nachher Kredite sozusagen erfüllt, wenn immer mehr zurückgezahlt werden muss durch die Zinsen, als aufgegeben worden ist? Also kann dieses Wachstums-Zukunft unendlich fortbestehen? Wie diskutieren Sie über solche sehr in der Zukunft liegenden und sehr auf der Metaebene liegenden Dinge sozusagen? Mir ist es bewusst, dass das für das konkrete Handeln in den nächsten 15 Jahren vielleicht keine Auswirkungen haben wird. Aber wie ist das sozusagen, wenn man das mal ja, in Generationen denkt? Gibt da unser Wirtschaftsmodell eine Antwort drauf? Das finde ich ganz spannend. Vielen Dank. Ja, direkte Antwort vielleicht. Herr Mühlbach, glaube ich, war adressiert, oder? Herr Mühlbach? Naja, dann fasse ich mich kurz, damit alle können, falls sie wollen. Erstmal vielen Dank für die Zustimmung und für die Frage. Wir machen uns viel Gedanken darüber, wie unser Wirtschaftsmodell in Zukunft aussieht und auch in einer klimaneutralen Wirtschaft aussehen kann. Und das, was wir zum aktuellen Zeitpunkt können, nämlich aus Staatsverschuldung herauswachsen, die Staatsschuldenquote durch Wachstum schrumpfen zu lassen, das geht natürlich nur, wenn die Wirtschaft insgesamt wächst. Hier gibt es ja verschiedene Ansätze. Ein Teil des akademischen Diskurses sagt, wir können Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen voneinander entkoppeln. Wir können das trennen. Die Wirtschaft kann weiter wachsen. Andere sind da weniger optimistisch. Für die mittlere Frist ist für mich vor allem die zentrale Frage, welche Auswirkungen die Klimaziele auf unsere Wirtschaft haben. Es gibt ja zum Beispiel vom Bundesministerium der Finanzen Prognosen auf die zukünftige Entwicklung der Staatsschulden. Und alle diese Prognosen und Projektionen berücksichtigen die Klimaziele noch nicht. Das heißt, da wird davon ausgegangen, die Wirtschaft entwickelt sich mit einem gewissen Potenzialwachstum. Aber dass es da gewisse Grenzen und Caps gibt, zum Beispiel dann auch in der Industrie, das wird bisher noch nicht modelliert. Und ich möchte da auch gar keine politische Antwort auf die Frage geben, ob wir in diesem Land Industrie haben wollen oder nicht. Das liegt nicht an mir, das zu entscheiden oder zu beurteilen. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch Bedarf auch in der Modellierung und eben in der Berücksichtigung der Grenzen von Wachstum oder zumindest der Notwendigkeit, zielgerichteter zu wachsen. Ja, gibt es noch von Herr Professor Heinemann. Genau, also einfach nur auch die Seitenbemerkung Finanzen, Demokratie, das darf man eben auch nicht wirklich nicht einseitig betrachten. Also so nach dem Motto, machen wir da einfach Schulden, dann stabilisieren wir die Demokratie. Da haben wir doch viele, viele Beispiele, wo fiskalische Schuldentragfähigkeit nicht berücksichtigt wird und das zu massiven Demokratieproblemen geführt hat. Wir müssen nur an die Griechenland-Krise 2010 denken, an die vielen Schuldenkrisen, die erhebliche demokratische und soziale Kosten mit sich gebracht haben. Letzten Endes auch das Inflationsproblem der letzten 2 Jahre, zumindest definitiv in den USA, ist auch geschuldet einem völligen fiskalischen Überschießen durch übersteigerte und viel überdimensionierte Stabilisierungspakete, die den Inflationsschub mit ausgelöst haben, der wiederum selber soziale Probleme verursacht. Also das ist mir dann doch zu einfach zu sagen, Schuldenprogramme oder nehmen wir doch die Grenzen weg, dann können wir die Demokratie stabilisieren. Das ist simplistisch. Ja, danke schön. Damit sind wir bei Herrn Brinkhaus und anschließend Herr Gerschau. Ja, erstes Statement zu Herrn Mühlbach. Klar haben Sie mit dem OECD-Vergleich recht, aber da müssen Sie auch gucken, Property Tax in den USA ist auch Müll mit drin und solche Sachen. Ja, also wenn Sie Vergleiche machen über Steuern, müssen Sie immer gucken, was alles mit drin ist. Und das ist auch schwer zu vergleichen. Ich könnte jetzt kontern, wir haben Unternehmenssteuern die höchste Abgabenquote mit. Und insofern finde ich das auch ein bisschen unambitioniert und hätte mir von Ihnen eigentlich auch mehr erwartet, zu sagen, also wir brauchen jetzt mehr Geld und das geht mit Vermögensteuer. Mich wundert, dass Sie Finanztransaktionssteuer nicht ausgegraben haben. Interessanter hätte ich es gefunden, und da würde ich Sie bitten, Stellung zuzunehmen, wenn wir auf Ressourcenverbrauch die Steuern erhöhen würden. Also ich gebe Ihnen total recht, also Einkommen zu besteuern, Arbeit, menschliche Arbeit zu besteuern, ist eigentlich kein so ganz schlauer Ansatz, wenn man Ressourcenverbrauch minimieren will. Und vielleicht können Sie dazu Stellung nehmen. Ansonsten halte ich es auch für unambitioniert zu sagen, wir haben Probleme und wir brauchen jetzt mehr Steuergeld. Weil am Ende des Tages das immer in diese Richtung hineinläuft, dass Steuergeld eben nicht in Investitionen geht, und dazu kenne ich uns als Politiker zu gut, sondern in Konsum hineingeht. Das wird dann so ein bisschen irgendwie euphemisiert, indem gesagt wird, naja, das sind ja dann irgendwie Einsparungen, die wir in der Zukunft machen. Aber wie gesagt, an Sie hätte ich die Frage wirklich den Ressourcenverbrauch. Und dann eine Frage an alle drei. Ich weiß nicht, wer sich berufen fühlt, das zu beantworten. Das ist auch nur meine persönliche Meinung, nicht die Meinung der Union. Ich glaube, wir haben ein falsches Rechnungswesen, und deswegen haben wir im öffentlichen Bereich das Problem,
dass wir nicht nachhaltig sind. Weil nachhaltig könnten wir eigentlich nur bei der DOPIC arbeiten und nicht beim kameralen Rechnungswesen. Und dann hätten wir übrigens auch nicht die Probleme, dass wir Zukunftsinvestitionen zurückstellen, weil sie dann ausgabenrelevant wären, sondern wir müssen die Abschreibungen erwirtschaften. Natürlich auch die Zinsen, Herr Heinemann, das ist überhaupt keine Frage. Aber vielleicht können Sie zu dem Thema auch noch mal Stellung nehmen. DOPIC als transparenterer und klarerer und zukunftsbezogener Rechnungswesenansatz für den öffentlichen Bereich. Ja, danke schön. Ich denke, wir beginnen bei Herrn Mühlbach, oder? Können wir gerne machen. Vielen Dank, Herr Brinkhaus, für die Anmerkung und die Frage. Steuern auf Ressourcenverbrauch oder eben auch im Allgemeinen die Bepreisung von Emissionen von CO2 sind durchaus ein wichtiger und elementarer Baustein in dem Instrumentenkasten, den wir brauchen, um unser Wirtschaftssystem nachhaltig zu machen. Ich habe ja die Bedeutung der Staatsfinanzen für die Demokratie und Populismus angesprochen. Wichtig ist natürlich, dass wir dafür sorgen, dass eine Bepreisung von CO2 nicht zu einem Anstieg von Armut in diesem Land führt und dass wir auch eine soziale Abfederung garantieren. Und in diesem Kontext würde ich sagen, kann das ein sinnvoller und ein zentraler Teil sein. Ich möchte nur ergänzend dazu sagen, das ist keine eierlegende Wollmilchsau. Also nur mit einem hohen Preis auf CO2 ist es nicht getan. Haben Sie auch nicht behauptet. Genau. Da würde ich aus ökonomischer Sicht immer für eine möglichst einheitliche Bepreisung plädieren, damit die Marktkräfte dann wirken. Aber ja. Ja, Herr Professor Heinemann, Kameralistik versus DOPIC. Ja, also moderne Haushaltssteuerung, ganz klar. Ich denke, wir müssen viel mehr denken, auch in Richtung Effizienz der öffentlichen Haushalte. Denn es geht ja nicht, also es geht ja auch darum, was holt man aus dem Geld, was man öffentlich ausgibt, auch raus. Herr Klebank hatte unsere Studie vom letzten Sommer im Eingangsstatement zitiert und wir haben gesagt, also wenn man uns vergleicht, so mit was geht an Inputs rein in die öffentlichen Haushalte, was leisten wir sozusagen für öffentliche Outputs, hat Deutschland einen erheblichen Spielraum zur Effizienzverbesserung. Und da ist natürlich viel zu holen. Und die moderne Haushaltssteuerung geht in die Richtung. Also da gibt es ja auch die sehr lobenswerten Bemühungen, stärker den Bundeshaushalt in Richtung Wirkungsorientierung zu bringen, viel stärker konsequenter zu evaluieren, was wird mit dem Programm wirklich erreicht, was sind die Performance-Ziele, die Output und dann auch den Impact, der Outcome, der damit mit erreicht wird und einfach nicht mehr die Güte der Politik daran zu messen, wie viel Geld gebe ich dafür aus, sondern was erreiche ich damit. Also wirkungsorientierte Haushaltsführung, da gehört die DOPIC thematisch auch dazu, weil man kann natürlich eine Wirkungsorientierung nur dann sinnvoll beurteilen, wenn man wirklich Transparenz über den Ressourceneinsatz hat. Und daher ist das schon auch ein wichtiges Thema, kann ich nur bejahen. Kurze Nachfrage, Herr Brinkhaus. Können Sie uns diese Studie zur Verfügung stellen, von der Sie eben gesprochen haben? Vielen Dank. Über das Sekretariat geht das dann wahrscheinlich. Ja. Genau. Okay, vielen Dank. Darf ich noch einen Punkt ergänzen? Gerne. Für die Unternehmen, also Sie haben zwar auf die öffentlichen Haushalte angespielt, Herr Brinkhaus, aber natürlich ist es bei den Unternehmen genauso diese Thematik. Also wie internalisiere ich dort die externen Kosten? Und es gibt ja eine breite Debatte auch ja hier schon im Parlament zum Thema CO2 in die Bilanzierung reinzubekommen, damit es dort sozusagen die Investitionen, aber auch die Kosten abgebildet werden und hier Unternehmen eigentlich einen deutlicheren Überblick, auch wir dann als Investoren haben, wie stehen denn die Unternehmen da? Ja, was haben sie an Kostenseite, was das Thema CO2 angeht, wo investieren sie? Und ich glaube, das würde auch die Bilanzen der Unternehmen weitaus transparenter machen und das Thema Wirkung, so wie es Herr Heinemann angesprochen hat, auch bei den Unternehmen absolut wichtig in der Bilanzierung. Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt an der Reihe Herrn Gerschau und anschließend Herr Glaser. Vielen Dank. Herr Mühlbach ist der Meinung, die Nichteinhaltung der Schuldenbremse wäre nachhaltiger. Die Schuldenbremse bremst sogar Investitionen. Herr Professor Heinemann, stimmen Sie dem so zu? Gibt es neben dem Fiscal Sustainability Konzept der OECD und der Methode der Generationenbilanzierung Innovationen für weitere Indikatoren zur Überprüfung von Nachhaltigkeit einer Finanzpolitik? Und dann habe ich noch eine Frage an den Sustainable Finance Beirat. Wer entscheidet, welche 34 Menschen Mitglieder dort werden? Wie erfolgt die Übertragung Ihrer Ergebnisse und Erkenntnisse in die Politik? Und wirken Sie auch auf Landesregierung oder verstehen Sie sich als Berater nur der Bundesregierung? Ja, Herr Professor Heinemann beginnt, ist zuerst adressiert worden. Ja, danke für die Frage. Also ist die Schuldenbremse nun ein Investitionshindernis? Das ist natürlich eine breite Debatte. Ich,
Ich bin schon der Überzeugung, dass letzten Endes die Frage der Zukunftsausgaben auch sehr stark auf der Ausgabenseite entschieden wird, wenn Sie sich einfach anschauen, auch wirklich die Wachstum der Sozialbudgets, dass wir hier schon auch die Frage haben, schafft die Politik es richtig zu priorisieren? Da geht jetzt die, denn das, was nützen neue Verschuldungsfenster, die Sie aufmachen, der Verschuldungsbremse, die Sie zwar nominell dann für diese Zukunftsinvestition nehmen, aber letzten Endes doch indirekt damit eigentlich nur wieder praktisch das Fenster aufmachen, um in den anderen Haushaltspositionen weiter wachsen zu können. Das führt auch direkt zu der Frage, was gibt es so für Verfahren? Ich habe es ja nur kurz auch in dem Papier angedeutet, so OECD-Methode, Generationenbilanzierung. Da würde ich mich der Kritik von Herrn Mühlbach auch ein Stück weit anschließen. Das ist alles so sehr auf Schuldenquote und so fokussiert. Wir müssen mehr auf die Qualität der Ausgabestruktur schauen. Und da kann ich ein wenig Werbung machen für unser Konzept der Zukunftsquote, das wir vor 2 Jahren mal im Auftrag des BMBF entwickelt haben, wo wir versucht haben, wirklich in den öffentlichen Haushalten nicht im klassischen Investitionsbegriff, sondern darüber hinausgehend, weil viele Dinge, die sind nicht nach VGR investiv, aber trotzdem zukunftsorientiert, wie zum Beispiel Lehrergehälter. Und so wie wir es mit der Zukunftsquote versucht haben einzufangen und dann auch operativ im Bundeshaushalt das mal durchgerechnet haben. Wir werden jetzt zum Jahresende das updaten, bis inklusive 2023, um zu schauen, hat sich die Zukunftsquote im Kernhaushalt und in den Nebenhaushalten, wie hat die sich entwickelt? Und in diese Richtung müssen wir gehen. Also wenn wir vielleicht doch eine intensivere Debatte über die Reform der Schuldenbremse bekommen, dann ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch eine Debatte zu führen, wie können wir wirklich sicherstellen, dass ein Verschuldungsfenster, was man gibt, nicht am Ende doch wieder für den Gegenwartskonsum ausgegeben wird, weil der ist so machtvoll. Ne? Der ist so machtvoll. Ich habe gerade nur eine kleine Bemerkung am Rande. Wir haben uns sehr stark engagiert jetzt zur Gastronomie, Mehrwertsteuer 7%. Das ist so ein typisches Beispiel. Ne? Also wenn alle erzählen, wir haben kein Geld für Investitionen, aber bei so einem Thema danach geben, dann wird wieder deutlich, wie sehr die Gegenwartsorientierung eigentlich da ist und alles andere zur Seite drängt. Und dann braucht man gar nicht über die Schuldenbremse diskutieren, wenn man bei so einem Thema nicht mal Rückgrat zeigt. Aber, ja. Ja, vielen Dank. Dann war noch Frau Stremlau gefragt in Bezug auf den Beirat. Ja, Herr Gerschau, wer entscheidet über die Mitglieder des Sustainable Finance Beirats? Beim ersten Mal kriegte man einen Anruf aus dem BMF. Beim zweiten Mal musste man sich bewerben und deutlich machen, warum. Und dann haben Mitglieder aus den Ministerien BMF, BMUV und BMWK zusammen entschieden, wer dort reinkommt und damit auch die Proports, die verschiedenen Gruppen dort wirklich auch abgebildet sind. Dann haben Sie gefragt, wie findet die Übertragung in die Politik statt? Wir haben sehr enge Konsultationen jeweils mit den Ministerien und dort mit den Mitarbeitern. Das sind sehr enge Verbindungen von wöchentlichen Jofix und es sind auch immer Ministeriumsmitarbeiter in allen Arbeitsgruppen dabei, die das dann auch wieder in die Ministerien reinspielen, Fachexpertise reinholen. Wenn wir Papiere entwickeln, gehen die über die Geschäftsstelle in die Ministerien rein, in die Fachabteilung und wir kriegen dort Feedback. Das läuft sehr gut in die Politik. Wir waren im Finanzausschuss schon auch eingeladen. Wir haben mit verschiedenen auch hier in der Runde immer wieder Diskussionen. Wir sind gerne bereit, auch in die Politik immer wieder zu kommen, in verschiedene Ausschüsse und auch hier in die Diskussion zu gehen. Also gerne laden Sie uns ein. Und die dritte Frage war, ob wir auch Beratung für die Landesregierung machen. Wir haben es jetzt bei vereinzelten Themen, also zum Beispiel Infrastruktur Kommunen. Das ist ein ganz klares Thema, was Kommunen und Länder angeht. Dort wird es auch in die Bund-Länder-Austauschgruppen reingehen. Ich selbst war zum Beispiel auch Anfang des Jahres in der Bund-Länder-Runde, die sich nur zum Thema Nachhaltigkeit immer austauschen und habe dort auch vorgestellt, an welchen Themen wir arbeiten. Also das findet sozusagen themenspezifisch statt, dort, wo es Sinn macht. Wir würden das gerne noch mehr ausbauen, weil ich glaube, gerade einige Länder sind gerade sehr aktiv, was das Thema auch ihre eigenen Finanzierungen angeht, Nachhaltigkeitsgrundsätze für ihre eigenen Investitionen zu machen, über Green Bonds nachzudenken, um das damit auch Gelder zu akquirieren. Da sind einige Bundesländer sehr, sehr fortschrittlich. Da ist es manchmal ein bisschen begrenzt, weil wir machen das Ganze ehrenamtlich. Von daher, auch da würden wir gerne noch mehr reingehen. Aber dort, wo wir gefragt werden, haben wir, glaube ich, immer, bieten wir Beratung an und auch Konsultationsgespräche. Ja, ein herzliches Dankeschön. Jetzt habe ich auf der Redeliste Herrn Glaser und anschließend Frau Wegling.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will mal eine Frage stellen, weil ich erstaunt bin darüber, über die Enge von fiskalischen Spielräumen und ja, dem, was dann Sustainable Finance sein könnte von Zielerreichungen, Klima, Energie. Ich würde mal bitten oder die Frage stellen, nehmen Sie mal das Bildungssystem. Wir haben beispielsweise aus dem Kopf relativ hohe Kosten pro Schüler und Jahr. Wir haben aber ganz schlechte Bildungsergebnisse. Das heißt also, ein Zusammenhang, ein relativ eindimensionaler, wir müssen jetzt mal mehr Geld in die Bildung geben, dann kriegen wir mehr Bildung. Und wenn wir mehr Bildung haben, haben wir mehr hochqualifiziertes Personal. Halte ich für eine relativ absurde Logik. Trotzdem ist sie allgegenwärtig. Also mal nur dieses Thema herausgegriffen. Ja, ist diese fiskalische, monetäre Betrachtungsweise nicht in Wahrheit viel zu eng und eigentlich sehr formalistisch und möglicherweise völlig an den anderen Problemen vorbei? Und wenn noch einer was, vielleicht würde mich auch noch reizen, das Thema Bevölkerungswachstum. Nur mal als Stichwort, weil große Begriffe aufgerufen worden sind, mit großen Auswirkungen, aber dieses überhaupt nicht in Betracht steht, obwohl wir eigentlich wissen, dass das wahrscheinlich das Masterproblem schlechthin ist. Ja, danke schön. Ich glaube, Herr Professor Heinemann war angesprochen, oder? Ja. Sie hatten Herrn Heinemann adressiert, ne? Also ich gebe zu, ich habe jetzt Herrn Heinemann in der Tat mal so direkt. Okay. Ja. Okay, alles klar. Bitte ja, schön. Genau. Also die Frage, ist das nicht zu eng, jetzt nur praktisch auf was geben wir Bildung aus? Und das würde ich auch als zu eng betrachten. Der ist gerade schon ganz kurz angeklungen, die Frage des wirkungsorientierten Ansatzes. Ich glaube, da muss auch ein Umdenken stattfinden. Wir haben unglaubliche Quotenbegeisterung, dass wir sagen, wir sind gut, wenn wir so und so viel Prozent Quote für Bildung ausgeben. Wir haben eine NATO-Verteidigungsquote. Aber letzten Endes geht es doch gar nicht darum. Wir wollen im Bildungsbereich zum Beispiel sagen, wir wollen PISA-Ergebnisse verbessern. Wir wollen Schulabbrecherquoten reduzieren. Und wir bräuchten eigentlich eine viel bessere Steuerung der Budgets genau auf diese Ziele. Also ein Bildungsministerium sollte eigentlich ein Budget bekommen für den Zweck, beispielsweise Schulabbrecherquote zu senken oder das ist dann mehr ein Landesthema. Und dann müssten die Programme auch wirklich stringent evaluiert werden, natürlich möglichst auch mit aussagefähigen Methoden. Und dann muss man auch die Spreu vom Weizen trennen und die Ansätze, die eben nichts bringen, auch eher zurückfahren, die Ansätze, die etwas bringen, hochfahren. Und auch die Budgets so steuern. Das sind diese effizienzorientierten Steuerungsmechanismen, die brauchen wir viel mehr und wir müssen wegkommen davon, dass man sich brüstet. Ich bin deshalb ein guter Bildungspolitiker, weil ich da wieder plus 5% rausgeholt habe und die Lehrer noch besser bezahle. Wenn daraus dann kein verbesserter Bildungserfolg kommt, dann ist das eben nicht zielführend. Und das müssten wir auch viel, viel härter evaluieren, ex post in die Richtung zu gehen. Bevölkerungswachstum, natürlich Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen. Am Ende braucht man irgendeine Vorstellung, wohin entwickelt sich das Wirtschaftspotenzial. Und das ist natürlich die Frage auch, wie viele Menschen werden da sein im erwerbsfähigen Alter, die arbeiten, aber natürlich auch mit welcher Produktivität, mit welchem Humankapital bringen die sich ein. Und das ist natürlich die große, 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 große Frage in Deutschland. Ist überhaupt noch ein positives Wachstum möglich angesichts der demografischen Entwicklung, die ja noch gekoppelt ist mit einer scheinbar schwindenden Arbeitspräferenz. Und das ist natürlich eine fatale Kombination, die ganz schwer auf der Schuldentragfähigkeit lastet. Ja, danke schön. Herr Mühlbach, ja, ergänzt. Ich würde kurz ergänzen. Ich kann mich Herrn Professor Heinemann anschließen. Die Effizienz und die Wirkmächtigkeit der öffentlichen Finanzen zu verbessern, ist auf jeden Fall immer ein sinnvolles Unterfangen. Allerdings braucht es an einzelnen Stellen auch mehr Geld. Also man darf sich nicht im Glauben hingeben, wenn wir das Geld, was wir haben, nur effizienter nutzen, wenn wir da umschichten, dann würden wir die Probleme lösen. Also mehr Geld würde durchaus helfen. Ökonomische Untersuchungen zeigen, dass die Investitionen, also dass die Rendite von Bildungsinvestitionen enorm sind. Und nur um ein ganz plastisches Beispiel zu bringen, wenn wir zu wenig LehrerInnen haben, wenn wir zu wenig Menschen haben, die diesen Beruf ergreifen, dann kann vielleicht sogar ein höheres Gehalt von LehrerInnen, auch wenn es andere strukturelle Probleme nicht löst, hier Abhilfe schaffen.
Ja, danke schön. Ich prüfe ganz kurz mal meine Redeliste. Ich habe jetzt Frau Wegling, dann habe ich mich selbst auf die Redeliste gesetzt und Frau Ganserer. Ich schaue mal, habe ich jemanden übersehen? Will sich noch jemand zu Wort melden? Ah, Herr Dr. Tebroke war bisher nicht dabei, dann ist er jetzt aber dabei. Sehr schön. Noch jemand? Okay, dann verfahren wir so. Frau Wegling, bitte. Vielen Dank. Für die Zukunftsfähigkeit eines deutschen Wirtschaftsstandorts halte ich es für wichtig, sich um ESG-Risiken zu kümmern, unsere Wirtschaft umzubauen, also quasi die Transformation, um die großen Buzzwords zu benutzen, zu verfolgen und die wichtigen Schritte in diese Richtung zu gehen. Mich würde in dem Zusammenhang eine Einschätzung von Frau Strimlau interessieren. Wenn ich unterwegs bin, mit Unternehmen spreche beispielsweise, dann sagen die manchmal, huch, das ist irgendwie alles zu schnell und zu anstrengend und das überfordert uns ein bisschen, die Berichtspflichten, die beispielsweise damit einhergehen. Wenn ich mich dann mit Umweltverbänden treffe, dann geht es nicht schnell genug. Jetzt ist das ja, gerade wenn ich so auf die Taxonomie blicke, ein europäisches Projekt. Also mich würde auf der einen Seite Ihre Einschätzung interessieren, vielleicht im europäischen, aber auch im internationalen Vergleich. Wie stehen wir da quasi bei der Geschwindigkeit unserer Transformation? Also wie schnell oder wie gut sind wir beim Umbau unseres Finanzwesens, unserer Wirtschaft? Und damit einhergehend quasi, sehen Sie da Bedarf, da noch schneller und besser zu werden? Oder sagen Sie, wir haben irgendwie einen guten Takt gefunden, in dem es im Moment vorwärts geht? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, spannende Frage, Frau Wegling. Ich antworte mal, probiere ein bisschen vielschichtig zu antworten. Also ich glaube, dieses Finanzwirtschaft führender Standort, da sind andere Länder weiter, auch in Europa, UK, Frankreich, die skandinavischen Länder, die haben eine andere Aktienkultur, die haben ein anderes Mindset. Da ist Europa eigentlich ganz gut, um so eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und wenn wir so in diesem Tempo weitermachen, und ich finde das, was die EU-Kommission da die letzten 5 Jahre gemacht hat, ist bahnbrechend. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich höre aber auch aus der Realwirtschaft die gleichen Stimmen in Teilen. Einigen geht es auch in der Realwirtschaft nicht schnell genug. Also die haben erkannt diesen Handlungsdruck, der sozusagen da ist. Und die sehen auch und sie wollen investieren und sie wollen auch Bericht erstatten. Und von daher ist da, glaube ich, dieses Mittelmaß bei der Regulierung. Ich halte nichts davon, da jetzt wieder 5 Schritte zurückzugehen, sondern ich würde eher sagen, wo müssen wir die Regulierung einfach auch schärfer machen, wo müssen wir sie auch noch mal nachschärfen, wo müssen wir sie entrumpeln und wo müssen wir befähigen und die Unternehmen eher unterstützen dabei. Also, dass sie nicht 10 verschiedene Fragebögen bekommen, sondern einen Fragebogen mit den relevanten KPIs. International muss man sagen, dass viel nach Europa geschaut wird. Also, dass es gerade 11 Jurisdiktionen auf der Welt gibt, die auch zum Beispiel eine Taxonomie entwickeln und die in Teilen sagen, hey, das, was ihr da in Europa entwickelt habt, ist ganz schön gut. Wir gucken und schauen, wie wir es bei uns anpassen können. Also Brasilien, in Asien. Die USA haben einen anderen Weg gewählt, sind aber im sehr engen Austausch auch mit uns dort in der EU. Also von daher ist es so, ich würde sagen, nicht nachlassen in der Geschwindigkeit, in der Ernsthaftigkeit. Wir wissen aber nicht, was nächstes Jahr in Europa für eine Wahl ansteht und was wir dann für eine Kommission bekommen werden. Von daher ist es auch gut, Dinge jetzt auch noch fertig zu machen, wie zum Beispiel die CSDDD, ja, sie unter Dach und Fach zu bringen, auch mit einem Kompromiss, was die Finanzwirtschaft meinetwegen angeht. Also von daher weitermachen, befähigen, nicht nachlassen in dem Tempo, weil der Druck von außen, Klimakrise, Artenvielfalt ist immens. Gibt es eine Nachfrage? Okay, alles klar. Dann habe ich mich jetzt auf die Redeliste gesetzt und danach Frau Ganserer. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Heinemann. Ich will noch mal Sie bitten, für mich einzuordnen, den Aspekt unterlassene Investitionen. Wir hatten das vorhin schon mal ein bisschen, aber ich will es noch mal auf einen anderen Punkt bringen, nämlich dieses Thema bauliche Unterhaltung. Ich kann ja auch, indem ich bauliche Unterhaltung in Infrastruktur unterlasse, natürlich meine Ausgaben senken. Damit habe ich weniger Schuldennotwendigkeiten. Ich nenne mal 2 prominente Beispiele, Deutsche Bahn und Berliner Schulbau. Ich kann das so ungeschminkt sagen, weil an beiden Projekten war meine Partei auch maßgeblich mitbeteiligt. Deswegen ist es kein Parteienbashing. Aber wie wird dieser Aspekt diskutiert? Denn da laufen ja enorme Summen auf. Es richtet erheblichen Schaden an. In Berlin hatte man die notwendige bauliche Unterhaltung auf weniger als die Hälfte heruntergefahren von dem, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Und die Folgen, die haben Auswirkungen manchmal auf Jahrzehnte. Und wie wird das in diesem Kontext
fiskalische Nachhaltigkeit einsortiert? Das wäre die erste Frage. Mal sehen, ob wir noch Zeit für weitere haben. Ja, also das wird schon, also jetzt mal konzeptionell ist ja das große Manko von diesen isolierten Schuldenbetrachtungen, dass ich das Gebilde Staat nicht im Bilanzzusammenhang mehr betrachte, sondern nur am Fremdkapital. Das wäre so, wenn ich die Bonität eines Unternehmens einfach nur daran beurteile, was hat es für eine Verschuldung und außer Acht lasse, was hat es für Aktive. Also eigentlich müsste man sich einen Staat mit der kompletten Bilanz anschauen, Aktiva und Passiva. Und dann würde sowas sofort auffallen, dass das nicht nachhaltig ist, nur wenn ich mein Kapital verfallen lasse. Und das ist ja genau der Ansatz der DOPIC, dass man sagt, wir versuchen kaufmännisch zu buchen, wir versuchen also einfach, wie es in Kommunen ja schon weitgehend der Fall ist, in vielen Bundesländern der Fall ist, dass man Kapitalverzehr einfach mit berücksichtigt und so sehr transparent, nicht erst nach 20 Jahren, wenn das Gebäude zusammenfällt, sondern im laufenden Haushalt immer wieder deutlich wird, betreibe ich Kapitalverzehr oder nicht. Und das ist natürlich unter Nachhaltigkeitsaspekten schon sehr wichtig. Und das spielt dann natürlich, also ich würde jetzt die anderen Methoden, wenn wir ein bisschen Methodendiskussion betreiben, da nicht. Also die sind da nicht blind dafür, aber die sind natürlich so eine OECD-Methode, da schaut man sich mehr so die Pfade an, wie ist das Defizit jetzt, wie ist der Schuldenstand, wie ist das Wachstumspotenzial. Man steigt da nicht so tief ein, aber konzeptionell unterfüttert werden müsste das unbedingt immer mit der Frage, wie ist die Qualität. Denn zwei Länder können ja das gleiche Defizit haben und den gleichen Schuldenstand, aber das eine Land hat das genutzt, um seine Infrastruktur durchzumodernisieren, das andere hat damit die Rente mit 63 und was weiß ich alles finanziert. Und dann unterscheiden sie sich eben, obwohl sie scheinbar gleiche Indikatoren haben, fundamental in ihrer Schuldentragfähigkeit. Ich glaube, das geht wirklich in die Doppelrichtung. Insofern ist das ein wichtiges Thema. Ja, vielen Dank. Noch ein, zwei Fragen kurzer Natur an Frau Stremlau, weil so ein paar Stichworte tauchten auf. Da klingelt es bei mir. Also das eine ist das Thema Daten. Wir hatten gerade heute Vormittag eine Anhörung im Umweltausschuss zum Thema Klimaanpassungsgesetz und die notwendigen Datenerhebungen. Da wurde uns natürlich vorgehalten, ihr fordert viel zu viele Daten von uns. Das schaffen die Unternehmen nicht. Ja? Von Ihnen höre ich jetzt sozusagen das Gegenteil. Finde ich ehrlich gesagt auch plausibler, aber es macht natürlich erstmal Aufwand. Also vielleicht könnten Sie dazu zwei Sätze sagen. Und dann eine Frage zum Thema Risikomodelle. Also vielleicht ist das ein bisschen naiv gedacht, aber ich hätte gedacht, eigentlich in der Versicherungswirtschaft mal mindestens ist das eigentlich tägliches Geschäft. Und da seien auch so Fragen wie Umweltrisiken eigentlich längst in den Modellen drin. Und deswegen hat mich da sozusagen der Handlungs- und Entwicklungsbedarf ein bisschen erstaunt. Vielleicht dazu auch noch ein paar Sätze. Ja, gerne, Herr Klebank. Ja, natürlich stöhnen die Unternehmen darüber, diese Daten zu erheben. Aber sie müssen es jetzt sowieso. Ja, durch die CSRD, die kommt, die wird ab 2024, gilt sie jetzt für die großen Unternehmen in den nächsten Jahren ja schrittweise weiter. Und da werden sicherlich diese Daten dann auch mit erhoben werden sein. Und ich glaube, das, was wichtig ist, dass diese Daten konsolidiert sind, dass es Unterstützung gibt, wie man sie erhebt, dass es einheitliche, die digitalisierte Möglichkeiten gibt, dass der ESAP dann kommt und dann auch zur Verfügung steht. Die Finanzwirtschaft braucht die Daten und die Transparenz. Und wir machen diesen Druck sowieso. Wir müssen darüber auch jetzt schon berichten. Von daher würde ich sagen, die Unternehmen, man muss den Unternehmen auch sagen, ja, es ist am Anfang Aufwand, aber den hattet ihr auch, als ihr zum Beispiel eine andere Buchführung oder als wenn ihr einen Wirtschaftsprüfer braucht. Auch da ist es immer erstmal am Anfang großer Aufwand. Dann irgendwann, wenn es läuft, wenn die Prozesse laufen, ich glaube, nach 2, 3 Jahren ist das Ganze einsortierter. Und das Risikomodelle, Sie sprechen auf die Versicherung an. Im Bereich der Rückversicherung, ja, die haben das schon lange in ihren Risikomodellen drin, weil die große Naturkatastrophen jetzt schon versichert haben. Aber die klassische Hausbank um die Ecke, Sparkasse, Volksbanken, die haben das noch nicht drin. Die gucken rein auf Geschäftsmodelle, rein auf ökonomische Zahlen, müssen jetzt aber auch durch BaFin und MiFID müssen die jetzt diese Risiken mit draufnehmen und quantifizieren und einbauen in ihre Risikomodelle. Und da ist bei den Banken, ehrlich gesagt, die fangen an. Die großen Banken sind da schon weiter, aber gerade Sparkassen, Volksbanken haben es im Moment noch sehr holzschnittartig und müssen da noch nachschärfen. Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt Frau Ganserer und dann Herrn Dr. Tebroke.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Strimlau. Herr Kliebank hat ja gerade die Anhörung zum Klimaanpassungsgesetz angesprochen. Und ich glaube, da ist ein gewisses Bewusstsein da, dass uns die Folgen der Erderhitzung entsprechend erhebliche volkswirtschaftliche Schäden verursacht. Meine Frage richtet sich dahingehend, gibt es da gewisse Analyse, Expertise, welche Auswirkungen der Verlust der Biodiversität auf den Finanzsektor hat und umgekehrt, welchen Beitrag der Finanzsektor für den Erhalt der Biodiversität leisten könnte. Und zu der verbleibenden Zeit, vielleicht könnten Sie auch noch mal ein bisschen ausführlicher den Stand der Regularien erörtern und vor allem, wo es aus Ihrer Sicht Herausforderungen gibt und worauf es noch ankommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ganser, für die Frage. Absolut wichtiges Thema, Biodiversität, Artenvielfalt. Und ich muss sagen, in der Finanzwirtschaft, wir haben uns jetzt jahrelang auf das Thema Klima- und CO2-Emissionen konzentriert. Und das Thema Biodiversität kommt jetzt sehr stark rein, weil man erkannt hat, dass hier wahnsinnige finanzielle Risiken sind für verschiedenste Branchen, also für die Lebensmittelindustrie, für die Pharmaindustrie. Und natürlich auch von dem Ding, von der Seite her, welche Projekte ich fördere als Unternehmen, wenn ich zum Beispiel als Flughafen tätig bin, wenn ich im Bereich Rohstoffe bin, wenn ich einen hohen Verbrauch an Umwelt habe. Das heißt, da ist eine große Relevanz von dem Thema Biodiversität für die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft. Und man fängt gerade sehr stark an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist nicht so schön messbar oder nicht so einfach messbar. Das heißt, da geht noch gerade relativ viel Austausch auch mit der Wissenschaft los. Wir haben als Sustainable Finance Finanzbeirat am 31. Januar eine große Tagung noch mal zu dem Thema vor. Es findet in der Regulierung aber schon statt. Das war ja Ihre zweite Frage. Es ist sowohl in der EU-Taxonomie drin als sechstes Umweltziel, Beitrag zur Biodiversität. Es ist in der CSRD mit drin und damit jetzt auch in den ESRS, also in den Nachhaltigkeitsberichtsstandards. Unternehmen müssen dazu zukünftig berichten, wie sie mit dem Thema Biodiversität umgehen. Es ist in MiFID II drin. Also wenn ich als Bank, wenn ich zu einer Bank gehe und Geld anlegen will, werde ich auch dazu gefragt, ob mir das Thema Biodiversität wichtig ist. Das heißt, es findet im Moment schon an verschiedenen Stellen in der Regulierung statt. Unser momentaner Einschätzung als Beirat ist, nicht noch weiter regulieren, sondern erst mal gucken, wie die aktuellen Mechanismen CSRD, SFRD, CSRD, wie das greift, Taxonomie, und die Unternehmen eigentlich noch dabei auch zu sagen, zu unterstützen, wie kann man das Ganze messen, wie hoch ist der Artenvielfaltsverlust, welche finanziellen Schädigungen kommen dadurch. Also das heißt, da ist gerade eine große Debatte drin, die ist sehr dynamisch in der Finanzindustrie und ich würde dem noch mal ein, zwei Jahre Zeit geben, auch aus Regulierungssicht erst noch mal abwarten und gucken, wie die aktuelle Regulierung an der Stelle greift. Gibt es eine Nachfrage? Dankeschön. Dann haben wir jetzt Herrn Dr. Tebroke und danach endet die Redeliste. Es sei denn, es meldet sich jetzt noch jemand zu Wort. Das ist nicht der Fall. Dann bitteschön. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Meine Damen und Herren, vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte zunächst eine Anmerkung loswerden. Ich habe zunehmendes Unbehagen, was die Überdehnung der Begrifflichkeit angeht. Ich habe den Eindruck, die drei Referenten haben unterschiedliche Begriffe von nachhaltigen Finanzen. Und das beschädigt die Debatte und das beschädigt am Ende auch die Erfolgsaussichten im Hinblick auf das Ziel, das wir alle erreichen wollen. Ich nehme nur das Beispiel DOPIC, das Sie erwähnt haben, Herr Professor Heinemann. Wenn Sie einen engeren Begriff haben, aber jetzt noch, ich sage jetzt mal, Humankapital mit abbilden wollten oder den Wert der Natur einer Kommune, dann wird das total schwierig. Aber meine Frage richtet sich zunächst an Herrn Mühlbach. Wir diskutieren Input-Output, wollen miteinander vergleichen und haben die Schwierigkeit, dass die zeitlichen Dimensionen variieren, aber vor allem auch, dass die Größen, die wir vergleichen, ungleichnamig sind. Jetzt mal gesetzt im Fall, es gibt tatsächlich auf der Input-Seite eine Restriktion. Sie sagen immer, Geld gibt es immer irgendwie. Aber wenn es eine solche Restriktion gibt, wie gehen Sie damit um? Wie vergleichen Sie zum Beispiel drei positive Schulabschlüsse mit 100 Tonnen CO2-Minderung? Oder wie gehen Sie damit um, dass drei zusätzliche Schulabschlüsse vielleicht 1000 Tonnen CO2 provozieren? Wie bringen Sie das zusammen zu einer Entscheidung, die notwendig ist? Und eine Frage an Frau Strimlau, es geht am Ende auch bei der Datenbeschaffung und der Abbildung der wirtschaftlichen Betätigung immer darum, externe Effekte
abzubilden und sie am besten zu internalisieren, also als Kosten zu übersetzen. Wie groß ist denn das Risiko, dass in bestimmten Wirtschaftsbereichen, in bestimmten Regionen, sagen wir in der europäischen, jetzt Kosten internalisiert werden, den Unternehmen, den Handelnden angelastet werden und daraus ein Nachteil resultiert gegenüber Unternehmen, die eine solche Internalisierung der externen Kosten nicht akzeptieren müssen? Ja, danke. Ich denke zunächst Herr Mühlbach. Ja, vielen Dank für die Anmerkung und die Frage. Lassen Sie mich einen Satz vorab zu den unterschiedlichen Begriffen nachhaltiger Finanzen sagen. Wir haben, glaube ich, alle drei sehr bewusst verschiedene Standpunkte gewählt. Und ich würde im Gegenteil vermuten, dass es der Debatte schadet, wenn wichtige Aspekte außen vor gelassen werden. Deshalb hat es mich so gefreut, dass wir verschiedene Perspektiven beleuchten. Jetzt aber auf Ihre Frage, die Restriktion auf der Input-Seite. Es ist tatsächlich so, wir haben viele Ressourcen, die können knapp sein. Arbeitskraft kann knapp sein, Ressourcen, Materialien können knapp sein, Geld muss nicht zwingend knapp sein. Geld ist eine gesellschaftliche Ressource und wir geben uns als Gesellschaft selber Regeln, wie wir damit umgehen und wie wir es begrenzen oder nicht begrenzen. Deutschland zum Beispiel hat ja keine eigene Zentralbank, die Geld produzieren kann und es gibt dann auch Faktoren wie die Inflation, die irgendwann begrenzen werden. Wenn es jetzt um den konkreten Vergleich geht, 3 zusätzliche Schulabschlüsse versus 100 Tonnen CO2, das muss nicht. Da gibt es gar nicht die Erforderlichkeit, dass ich oder irgendjemand im Bundeskanzleramt oder Bundesfinanzministerium das so konkret miteinander vergleicht. Ich glaube, wir haben auf der europäischen Ebene und auch in der Bundesregierung haben oder hatten wir gute Zielgebungen, wie wir mit Ressourcenknappheit umgehen, zum Beispiel mit dem Klimaschutzgesetz und mit den Sektorzielen, wo dann gesagt wurde, wir haben ein Ziel auf übergeordneter Ebene, auf europäischer Ebene, so und so viel steht in einzelnen Ländern zu an Ressourcenverbrauch. Und innerhalb Deutschlands hatten wir dann gesagt, in den einzelnen, so verteilt sich das auf die Sektoren. Ich glaube, das war ein sehr gutes Steuerungselement. Und dann muss man halt in den Sektoren schauen, was da die jeweiligen Zielkonflikte und Trade-offs sind. Aber auf so einer granularen Ebene ergibt das, glaube ich, nicht sinnvoll, wenn wir da staatlich reingehen. Dankeschön. Die andere Frage ging an Frau Stremler. Ja, Herr Dr. Tebrucke, Internalisierung externer Kosten. Ich bin da ein großer Fan von. Wir haben es allerdings eigentlich erst im Bereich CO2 und da ja auch noch ganz am Anfang. Wir haben es nicht bei anderen Umweltkosten. Wir haben es ein bisschen im Bereich Soziales, wenn wir über Mindestlohn reden. Auch da gibt es ja keinen europaweiten Mindestlohn. Das heißt, wir stehen eigentlich noch am Anfang und das, was die EU mit dem Emissionshandel, Zertifikatehandel und jetzt ja mit dem erfolgreichen Grenzausgleichsmechanismus hat, geht ja eigentlich in diese Richtung, dass man sagt, also wir wollen da den europäischen Markt schützen und für Produkte, die in die EU importiert werden, gibt es diesen Grenzausgleichsmechanismus. Also von daher gibt es ja gute Überlegungen, damit umzugehen, dass es eben kein wettbewerbsschädigendes Verhalten ist, wenn man diese Kosten internalisiert. Ich glaube, wir müssen an der Stelle weiterdenken und noch überlegen, wie wir das noch viel stärker ausbauen können und wie wir eben auch, also beim Thema CO2 hat man im Prinzip eigentlich ja nur die Kosten im Moment mit drin in der Bilanz, aber dass man auch die Investitionen dort abbildet. Und da gibt es ganz interessante Ansätze gerade. Könnten wir eine eigene Runde zu machen. Also von daher, ich sehe es, wir stehen eigentlich da noch am Anfang. EU-Grenzausgleichsmechanismus ist gut, richtiger Schritt, muss man gucken, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Wahrscheinlich auch da eine Evaluierung nach 2-3 Jahren und eher überlegen, wie man es noch auf andere Bereiche, andere Umweltressourcen, andere Bereiche ausdehnen kann. Ja, vielen Dank. Ja, tatsächlich ging es mir zwischendurch mal so wie Herrn Dr. Tebrucke und das zeichnete sich am Anfang ja auch ein bisschen ab, dass der Begriff nachhaltige Finanzen durchaus unterschiedlich interpretiert worden ist. Ich empfand es jetzt aber nicht als ein Problem, weil wir, glaube ich, alle schon verstanden haben, welche Aspekte und welcher Fokus jeweils sozusagen damit intendiert wird. Insofern ist schon wichtig, dass man sich immer im Klaren wird, worüber rede ich gerade. Aber ich hatte andererseits nicht das Gefühl, dass das hier heute ein Problem war, ne? Sondern in unserer Runde war das, glaube ich, allen deutlich und verständlich. Ja. Ein herzliches Dankeschön Ihnen dreien. Es war ein total spannender Austausch mit Ihnen. Sie haben Ihre Aspekte, finde ich, so gut rübergebracht, dass auch wir, die wir alle nicht jetzt finanzpolitische Expertinnen und Experten sind, da gut mit umgehen konnten. Und bedanke mich auch noch mal für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen. Das war für uns alle sehr bereichernd und deswegen herzliches Dankeschön. Ja, Ihnen danke ich auch ganz herzlich für die gute Sitzung, die wir durchführen konnten und darf Sie an dieser Stelle auch beenden. Wünsche allen noch eine erfolgreiche und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Dieses